What's geht ab, ladies and gentlemen? Also, es ist mittlerweile, deshalb habe ich das hier gestartet. Wir haben, wie spät ist das jetzt? Kann die Uhr nicht lesen. Halb eins in der Nacht. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. So, hier können wir mal die Brücke rüberlaufen. Also, die Sache ist die, um es kurz zusammenzufassen. Ich habe super viele Instagram-Stories heute gemacht. Sehr, sehr, sehr viele Instagram-Stories. Und ich merke, irgendwie darf ich mal die Kamera anders halten, weil irgendwie ist noch nicht der richtige Mood. So gefällt mir es schon besser. Also, was ich zum einen hier mache, ist, weil wir haben es ganz geil hier in der Wohnung. Ich zeige es mal. Vorhin haben wir ein paar Karten gelegt. Hier ist ein wunderschönes Bild. Ich zeige euch mal das Bild. Von meiner Tochter, was sie mir einfach zu Weihnachten geschenkt hat. Geil, oder? Wow. Wow. Ansonsten ist hier noch ziemlich viel Chaos. Ziemlich viel Chaos. Geil, ich mach mal unser Putzlicht an. Hier, wir haben so eine schöne Lampe, ne? Check das mal ab. So eine geile Lampe, die richtig geil aussieht. Aber die ist auch nur geil, wenn das Licht aus ist. Aber jetzt mache ich es mal an für filmtechnisch, haben wir ein besseres Licht hier. Oh, das war der falsche Stelle. Guck dir mal dieses grelle Licht an, so. Putzlicht. So, wie oft ich mir auch Gedanken über das Licht mache, einfach nur, damit ihr ein geiles Bild habt. Was ich mit dir in diesem Midnight-Vlog gerne mitgeben möchte, es ist super chaotisch, ne? Wie ihr seht, wir hatten am Freitag hier eine Ceremony hier bei uns. Warum? Erstens, weil meine Tochter und Miri, also M&Ms, Miri und Malia sind gerade im Urlaub. In Ägypten, haben mich einfach hier gelassen, Freddy allein zu Hause. 10 Tage lang war ich alleine zu Hause. So ungewohnt, ich sag's euch ehrlich, ne? So eine krass ungewohnte Situation für mich. Boah, ich merke gerade, ich habe noch was vergessen hier. Hier, also um 12:30 gibt's jetzt erstmal schön nochmal ein Curry. Ja, das machen wir gleich mal, ich habe jetzt nur den Herd ausgemacht. Mir ist letztes Mal so aufgefallen, wir haben so eine voll gemütliche Couch hier, ne? Das riecht so, oh, ich mag die voll gerne. Die ist einfach so schön groß. Man kann so richtig schön rumlungern und abchillen und einfach mal sein. Das ist so geil. Und mir ist bewusst geworden, wie selten ich einfach auf der Couch liege, weil ich so viel mache und so wenig abschalte. Das ist die erste Message, die ich für dich habe in diesem Video. Abzuschalten. Nimm dir bewusst die Zeit für dich. Einfach die Zeit nehmen. Was ist Zeit? Eine Illusion. Vom Verstand kreiert. So wie der Raum auch. Okay, sorry. Also das bedeutet, nimm dir bewusst diese Zeit für dich. Ja. So. Warum ich jetzt dieses Video mache? Einfach, weil ich gesagt habe, also ich habe ja schon gesagt, ich habe super, 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 super viele Instagram-Stories gemacht. Und ich wollte schon wieder eine Insta-Story machen. Und wenn ihr die... Ich zeige euch mal mein Instagram gerade. Also. Debbie, what we learn now... Wait, wait, wait. What we learn now is to be gratitude for this wonderful food. Be thankful. Thank you. But the mama... Thank you. It's me. Okay, also. Tabby heute unseren Hund mal ein bisschen... Wo ist Tabby eigentlich? Die chillt schon wieder irgendwo, ne? Tabby! Schläft die schon? Ja, da kommt sie. Tabby, du alte Nudlu. Yes, 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 yes. Ist so geil. Ich habe Tabby am Freitag auf der Zeremonie eine Liebeserklärung gemacht. Ja, ja. Wir hatten nämlich ein bisschen Stress. Und jetzt sind wir wieder richtig gute Freunde. Genau. Also zum einen fällt mir gerade auf, dass ich es richtig feiere, einfach so... Kamera hier und da, zack, zack, so auf entspannt. Das ist ein geiles Format auf jeden Fall. Hier seht ihr das da oben, sieht man das? Wie viele das sind? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja. Halt so super, 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 super viele. Boah, ich dachte gerade, nehme ich überhaupt auf, aber ja, passt. Und jetzt wollte ich noch was teilen und dachte mir so, Digga, das guckt sich doch keiner mehr an irgendwann, weil es zu viel ist. Und ich habe für mich erkannt, dass Instagram ist einfach nicht
klar kannst du mal eine Story machen und ich werde auch weiterhin Stories machen, aber halt nicht so viel. Allein dieses Video geht ja jetzt schon wieder 7 Minuten. Ich habe so viel zu erzählen, das passt nicht. Tabby, Tabby, komm her. Das passt nicht auf Instagram. Instagram ist nicht die richtige Plattform für so viel Content. Vor allen Dingen, weil Instagram, bei Instagram ist es so, nach 24 Stunden ist einfach so weg. Weg. Einfach weg. Und hier auf YouTube, das habe ich auch vorhin, warte mal, ich zeige euch die Story, die war so lustig. Boah, habe ich viele Stories gemacht, ey. Ich habe eine Umfrage gemacht, wer bist du? Schüler oder Lehrer des Lebens? 73% sagen Schüler. Spannend, voll wenig abgestimmt, warum? Weil ich so viele Stories gemacht habe. Warte, warte. Story ist so 24 hours and then it's done. It's, you know what I mean? Und YouTube ist für die Ewigkeit. Solange dein Kanal nicht gelöscht wird. Okay, Leute. Was ich jetzt noch auf Instagram teilen wollte, und das werde ich jetzt hier teilen, ist, weil ihr es sicherlich auch merkt, und viele wissen es, ich bin so, was das Thema Struktur angeht, weil ich halt so, ich habe so viel weibliche Energie in mir, und die weibliche Energie ist das Chaos, ist the creation, dieses zu sein einfach, ja Mann, zu sein und so weiter und so fort. Und männliche Energie ist natürlich dieses analytische, organisieren. Okay, das habe ich auf jeden Fall auch. Ich bin gut darin, Dinge zu organisieren. Aber ich bin noch nicht gut genug. Ich darf da noch wachsen. Wenn es darum geht, Dinge abzuarbeiten. Einfach so dieses so To-Do. Eine To-Do-Liste. Macht eine To-Be-Liste. Was wollt ihr sein? So, ich habe mir jetzt eine Liste gemacht, die ich jetzt, und die habe ich vor, ich glaube, 3 Stunden gemacht. Jetzt ist es halt gleich schon 20:01. Und ich zeige euch jetzt diese Liste, was da drauf steht, ja? Fiat Lux. Also, what do you need? First of all, Rappé. Für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, ist es Rappé. Rappé ist ein wundervoller, legaler Schnupftabak, den wir mit so einem Curipé so in die Nase feuern. Warum das Ganze? Um noch mehr in dein Herz zu kommen, noch mehr bei dir selbst anzukommen, um den Kollegen hier oben auszuschalten und noch mehr zu führen und zu flowen. Also nach der Rappé-Session, damit möchte ich mich starten, werde ich duschen. Die Combination ist von Joanna. Grüße gehen raus, sie sagt, oh, das ist so geil, morgens Rappé zu nehmen und dann zu duschen. Joanna, ich liebe dich so doll. So, dann, Joanna weiß auch warum, werde ich ein paar E-Mails schreiben. Dann habe ich noch eine wichtige Nachricht zu schreiben und werde noch ein paar Bestellungen machen. Bla bla, was für Bestellungen? Post und so Insta-Messages habe ich jetzt schon gemacht, weil ich immer noch nicht angefangen habe, das Ganze abzuarbeiten. YouTube-Video, oh, YouTube-Video, ist das YouTube-Video schon online? Das ist auf jeden Fall schon online, das letzte jetzt. Aufräumen. Das ganze Chaos hier, also hier geht es jetzt noch mit Chaos, aber ihr wisst, was ich meine, ich habe euch nicht das komplette Chaos gezeigt. Und danach schlafen. Jetzt ist es natürlich so, ne? Also die Thematik ist jetzt mal wie folgt. Wenn ich das alles jetzt komplett abarbeiten würde, heute, also ich werde es definitiv heute abarbeiten, weil es ist ja schon ein neuer Tag, ne? Klugscheißer. Ja, jetzt frage ich mich, ob ich es vielleicht umdisponiere. Rappé auf jeden Fall, safe, duschen auch auf jeden Fall, E-Mails auch auf jeden Fall, The Message auch noch auf jeden Fall. Scheiße, ich muss das irgendwie gefühlt alles so machen, aber aufräumen wahrscheinlich werde ich auf morgen verschieben. So machen wir das. Ja, und warum teile ich das jetzt alles mit dir? Weil manchmal können solche kleinen Tools, wenn du einfach die Dinge mal mit einem Stift, Hochschule Mannheim, keine Ahnung, wo ich einen Stift von Hochschule Mannheim habe. Kann man jetzt nicht lesen, ist auch scheißegal. Hochschule Mannheim. Wie auch immer er es geschafft hat, in mein Hände zu kommen. Keine Ahnung, warum Hochschule Mannheim, keine Ahnung. Viele würden jetzt sagen so, mach das doch einfach.
Ja, mir fällt es aber schwer, mir fällt es noch schwer, strukturiert zu sein, weil wenn ich es jetzt nicht strukturiert hätte, wie auf einem Blatt Papier hier drauf ist, dann wäre ich so, jetzt mache ich das, dann mache ich das, ah nee, ich mache jetzt nochmal das und das und das und das und dann so. Und ich will ja Alignment, Ziel, strebig, Zielrichtung, in eine Richtung halt wirklich gehen und jetzt einfach so zack, zack, okay, Rapé, mache ich jetzt gleich. Auch übrigens so geil, ne? Ich habe die wundervolle Ehre, in einer wunderschönen Wohnung zu leben, wo ich in dieser Wohnung, das ist das Wohnzimmer, hier ist ein Flur, hier ist eine Küche. And welcome back to the living room. Das heißt, ich kann hier einmal rumlaufen, was so geil ist, weil ihr könnt euch vorstellen, ich laufe gerade, während ich so die ganze Zeit mein iPhone in der Hand habe, und eine Voice nach der anderen rausballern, ne? So. Ich laufe die ganze Zeit durch die Wohnung, weil das ist auch so das Ding, ne? Du bist in Bewegung und es float. Ich liebe es, unterwegs zu sein und Voice-Nachrichten zu machen. Das fühle ich auf jeden Fall sehr doll. Ja, das ist doch schön hier, oder? Kennt ihr den Background? Wenn nicht, abonniert unbedingt meinen neuen YouTube-Channel Deep Diving Experience. Click the link below now. Das wird richtig geil, Leute. Ich habe so viele vor. Jetzt werde ich duschen gehen. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor eins. Yes, much love to you. Alles, alles Liebe.